Ich habe mich umgeguckt. In The Sims 4 gibt es diese coole Galerie, ja. Da können Leute Häuser, Familien hier, was weiß ich was hochladen. Ich habe einen hochgeladen. Das hat mich überrascht. Ich bin ich selber. Ein Download, das bin übrigens auch ich selbst. Den habe ich gerade runtergeladen. Naja, wie dem auch sei. Nicht nur ich hatte welche, sondern Mpox hatte Melf und sich selbst hochgeladen. Und die beiden machen den Beginn unserer wunderschönen Familie. Meister Yoda. Und was für ein cooler Checker er ist. Schaut euch die Augenbrauen an. Der gefällt euch. Gibt irgendwie wenig Frisuren mit wenig Haaren, aber naja. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben irgendwie keinen weiblichen Charakter in unserer Gruppe. Das sorgt natürlich für Spannung im Haushalt. Ich glaube, ich nehme gleich den nächstbesten. Sexy Linda. Ich glaube, das ist es. Perfect Woman doesn't exist. Alles klar. Wir haben uns entschieden. Wir möchten hier ausziehen. Einziehen. Möbliert erstmal. Wir können ja immer noch dran arbeiten. Aber an Möbeln brauchen wir uns ja jetzt nicht aufhalten. So, wie rotiert man das jetzt? Tutorials sind überbewertet. Also wer bei den Sims ein Tutorial braucht. Bilder? Nein. Was mache ich hier mit V? Stopp. Videos? Ach ja. Wenn die Sims sich nicht sonderlich mögen, schlafen die nicht zusammen. Willst du mir sagen, ich brauche mehr einzelne Betten, Senator? Das könnte ein Problem werden. Der hier. Aber auch gleich angefangen mit einem Fünferhaushalt. So, ich habe einen Plan. Der ist, die alte da. Die werde ich nie anfassen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich meine, kann man die auch irgendwie so einstellen, dass die mehr Entscheidungen alleine treffen? Da war doch was, ne? Wie komme ich aus dem Baumodus raus? Ich glaube, ich habe ein Video aufgenommen. Wir kriegen das schon hin. So, junge Erwachsene. Mauro ist auch junger Erwachsener. Meister Yoda auch. Melf auch. Ich weiß schon, wohin das führt. Ja, alles junge Erwachsene. Gut. Können junge Erwachsene arbeiten gehen? Beim Arbeitsamt registrieren. So siehst du mir aus, Meister Yoda. Melf, du... Melf ist mehr so der Typ, der bleibt zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Er geht erstmal eine Runde kochen oder so. Du, ist mir doch egal, ein Grillkäse. Partygröße, Familiengröße ist, wir sind 5 Leute, scheiße. Ich, vor allem ich, das klingt so falsch, ich flaniere erstmal ein bisschen und guck TV. Das ist auch der größte TV, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ungefähr so groß ist mein echter TV auch. Was gibt's denn so für Jobs? Achso, der sucht einfach. Beim Arbeitsamt registrieren ist wohl anders. So, Mauro? Was hast du überhaupt für einen komischen Russenpulli an? Was steht da drauf? Piotr 75. Ja. Erstmal deine sozialen Medien prüfen, genau. Das ist eine gute Idee. So, dann beginnt die wilde Fahrt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich so wenig Ahnung habe, was hier passieren soll. Wir haben erstmal 10 Dollar verloren, weil Melf anfängt, einen Käse zu machen. Karriere für Tim wählen. Astronaut. Das ist schon mal Bullshit. Weil die wollen nur einen Praktikanten. 26 Dollar die Stunde. Wir wollen ja natürlich das meiste Geld bekommen. Was kann ich da werden? Schriftsteller. Oh, ein Schriftsteller. Ich wollte schon immer Schriftsteller werden. Oder Geheimagent. Ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni. Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit einem riesigen Gehirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig, E-Sportler und Startup-Unternehmer. Alles klar, we're in it, boys. Warum ist... Das ist jetzt Mpox. So vom Bild her. Wie lautet dein Jobtitel? Kisten auspacken. Fuck. Dann ist es nur Kisten auspacken. Tut mir leid. Du hast schon lange keine Drohne mehr geflogen.
Diese Teile sind wie ein Fluch. Sie verfolgen dich. Erst ist es eine, dann stehen plötzlich drei vor deiner Wohnungstür. Fuck. Es ist eine, dann tausend. Vor allem von seiner neuen Show. Guten Tag. Erstmal Handshake. Weißt du, wenn man so zusammenwohnt in einem Haus und sich gegenübersteht, dann schüttelt man sich erstmal die Hände. Dann sagt man: Hi, Mama, schön, dass du da bist. Wie geht's denn so? Was macht er? In Büchern blättern. Da kann man doch nichts gegen sagen. Ich rede über Müll. Das passt auch sehr gut. Die beiden haben immer noch einen Talk. Ein kleines Plauderchen. Ich sollte ihm erstmal meine Muskeln zeigen. Das ist eine gute Idee, oder? Tofu. Komm, tu es. Tu es. Oh, guck sie dir an. Guck dir diese Muskeln an. Da kommt erstmal Melf, der Loser. Mit seinem fucking Buch. Und dann hat er sich entschieden, das einfach mal da liegen zu lassen. Er so, hey, wisst ihr, was eine gute Idee ist? Dieses Buch. Never mind. Und da hat er schon das nächste Buch. What the fuck? Wo habt ihr die ganzen Bücher her? Warum lest ihr alle? Denkt ihr eigentlich... Und warum setze ich mich direkt neben... Das wird mir unangenehm. Mir ge... Das hier eskaliert. Was ist das hier für eine komische Lesegruppe? Warum haben sich alle drei entschieden, sich ein fucking Buch zu nehmen, hier in diese Ecke zu setzen und Melf hat schon keinen Bock mehr. Er hat 4 Minuten drin geblättert. Ich gehe mal davon aus, er hat ein fotografisches Gedächtnis oder so. Die Schifra-Spiele lesen. Und da legt er das auch einfach auf den... Fucking, was machst du? Er hat jetzt schon das zweite Buch auf den Tisch gelegt und nicht gelesen. Yoda hingegen denkt sich so, er guckt von da Fernsehen, alles klar, warum setzt du dich nicht dahin, wenn du Fernsehen gucken willst? Und da hat er schon das dritte Buch in der Hand. Während Empox nicht so ganz weiß, was er tun soll, er sitzt da erstmal. Er liebt Dinge. Pause. Okay, wir haben einen Computer. Ja, und er hält sich mit der Ollen hier. Klar, warum nicht? Mauro, du kannst danach... Warum ist er eigentlich selbstständig? Was genau... habe ich ihm gesagt, soll er tun? Er könnte... Samen kaufen. Sorry, da muss ich lachen, weil ich bin pubertär und da stand Samen. Du könntest ein paar Witze schreiben. Wie wär's denn damit? Wo kommen die ganzen Leute her? Das sind einfach zwei Leute. Das sind einfach drei Leute auf unserem fucking Vorgarten-Dings aufgetaucht. Und Melf redet schon direkt sehr selbstsicher mit der Alten hier. Warte. Dann bitten wir sie doch mal hier rein. Sie isst unseren letzten Käse weg. Wir sind 5 Leute. Haben 4... Portion Käse und dann kommt einfach so eine Tuse und frisst unseren Käse. Was soll die Scheiße? Neue Nachbar begrüßen, zack, Backpfeife geben, für Kommen danken, klar, why not? Nach Tag fragen. Über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Ja, das ist sehr politisch, das nehmen wir. Und dann, ich glaube, sie ist eine, die steht drauf, wenn man Besitztümer anprallt. Während alle hier irgendwie eine gute Zeit haben, arbeitet M-Box ganz alleine in seinem kleinen Kämmerchen. Das möchte ich mir angucken. Und? Sie stehen auf. Melf so, ich muss dir das sagen. Und er so, angetäuscht. Okay, hat funktioniert. Ich bin froh. Die Nachbarn klauen währenddessen immer weiter unseren Käse. Mauro kann jetzt anderen Sims Klopf-Klopf-Witze erzählen. Hey, das ist nicht schlecht. Hörst du auch heute noch auf zu arbeiten, oder, arbeitest du für immer? Was ist eigentlich für ein Wochentag und wann müssen meine Sims arbeiten? Jetzt nehmen sich so schon die Nachbarn unsere Bücher und legen sie irgendwo hin. Einfach so. Einfach auf den Tisch und jetzt steht er da und merkt, wir haben hier nur 4 Plätze. Ich möchte ja eigentlich einfach sagen, hey, du solltest hier eigentlich mal reinkommen. Hier wird sich deep unterhalten. Aber er ist so... vertieft. Was ist das denn? Begrüßungskomitee. Ist das ein Skill?
Achso, nee, die Nachbarn sind vorbeigekommen. Das ist ja cool. Deswegen sind die alle hier. Okay, Pause. Was ist die letzten 2,5 Stunden hier passiert? Ich habe Videos gemacht. Ich bin Technikguru geworden. Er beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Was ist jetzt Sonntag? Easy. Melf hat kochen gelernt. Weißt du, Yoda ist gut. Komm in der Nachbarschaft. Mauro ist Comedy-Mann. Meister Yoda ist Charisma-Mann. Ich auch. Schön, dass wir mal Gelegenheitsplaudern haben. Melf hat erfahren, dass Travis Quality-Dings und ist Charisma-Mann. Lektionen kreativ. Sexy Linda hat Comedy-Fähigkeit erworben. Summer ist gesellig. Mauro ist Level 2 in Comedy. Hat er sich am PC angeeignet. Wir wollen wohl dann besser. Bis dann. Bruder muss los. Okay. Cool.